So wie hier auf der A4 bei Köln sah es am Donnerstagmorgen auf vielen Straßen in Nordrhein-Westfalen aus. Schneefall und Eisglätte sorgten im Berufsverkehr für starke Verkehrsbehinderung. Es gab zahlreiche Unfälle und kilometerlange Staus. Nach Angaben der Polizei in Nordrhein-Westfalen wurden in dem Bundesland zwischen Mittwochabend und Donnerstagmorgen mehr als 1000 Unfälle gezählt. Dabei gehen die Polizisten aber von einer hohen Dunkelziffer aus. Auf schneeglatter Fahrbahn gerieten viele Autofahrer ins Rutschen. Der Westdeutsche Rundfunk warnte die Autofahrer vor Glatteis und extremen Staus. Eine Entspannung der Wetterlage ist erst einmal nicht in Sicht. Laut des Deutschen Wetterdienstes werden die eisigen Temperaturen noch andauern. Zudem sollen vom Rheinland bis zum Ruhrgebiet ein paar Zentimeter Schnee fallen.